Der gute Kaltstart an der Tankstelle. Alter, so muss es sein. Servus Leute, ich hoffe es geht euch soweit gut. Ey, dieser Kaltstart, jedes Mal muss man lächeln. Vor allem gerade hinter mir an der Tankstelle war ein Audi TTRS. Auch ein sehr cooles Auto. Also echt cool, vor allem der 5-Zylinder. So Leute, ich war jetzt gerade tanken. Erstmal hier Reset. Ja, und dachte, ich mache mal einfach mal wieder ein neues Video. Die Sonne scheint, das Auto sagt 20,5 Grad. Ich meine, geiles Wetter, der Frühling ist endlich da. Und ich dachte, ich gebe einfach mal so ein kurzes Update so zu der nächsten Zeit, was jetzt so kommen wird. Ich habe mir mal ein paar so Punkte überlegt. Und zwar Punkt Nummer 1, das Thema Reifen. Also vor allem Sommerfelgen. Wie ja einige von euch wissen, werde ich mir andere Winterfelgen besorgen, Sommerfelgen, und ich habe mich jetzt dafür entschlossen, die 763M von BMW in Gold zu nehmen. Das einzige Problem jedoch dabei ist, diese Felgen wird es erst ab Mitte Juli geben. Somit werde ich jetzt wieder meine alten Sommerreifen auf die aktuellen Winterfelgen wieder draufziehen und ja, leider bis Juli warten, aber ich will unbedingt diese Felgen. Ich glaube, dieses Gold passt mega geil zu dem Schwarz und das ist es mir einfach wert, die paar Monate noch zu warten. Ich finde es eigentlich ein bisschen komisch von BMW, dass sie Sommerfelgen erst mitten im Sommer rausbringen. Aber gut, man versteht öfters bei BMW manche Sachen nicht. Genau, also es ist das erste Thema. Die zweite Sache ist, ich habe mir ein Fahrwerk bestellt. Und kein KW-Fahrwerk, die V3-Variante, sondern ich habe mir von BMW ein M-Performance-Fahrwerk bestellt. Also es ist im Prinzip genau das gleiche wie ein KW-Fahrwerk. Jedoch kann man nicht so weit runter wie jetzt ein KW-Fahrwerk. Also du hast auch die Dämpfer für Zug und Druck. Und das M-Performance-Fahrwerk, da kann man 35 mm hinten runter und 30 mm vorne. Also der Bus geht jetzt endlich runter. Also ich fand, der M2 war schon ein Tick zu hoch für ein M-Fahrzeug. Also da freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf. Ich werde auf jeden Fall auch ein Video über den Einbau machen. Ich habe jetzt das Audi RS3, den habe ich erst am Wochenende gesehen. Genau, also darauf freue ich mich auf jeden Fall wie Sau, weil ich glaube, das macht auch einfach nochmal das Handling vom Fahrzeug deutlich besser. Und ja, ich glaube einfach diese 3 cm, also ich weiß noch nicht genau, wie weit ich runtergehe, ob ich wirklich die maximale, die 35 hinten und 30 vorne also benutzen werde. Weil ich habe hier noch die Lippe vorne und meine Sorge ist, dass ich halt wirklich dann nirgendwo mehr hoch und runter komme. Also da muss ich noch mal gucken. Ich weiß, dann hat einer von euch bestimmt Erfahrungen mit Fahrwerk und so mit Einfahrt, Ausfahrt, Tiefgarage, Nicht-Tiefgarage. Was würdet ihr mir vielleicht empfehlen? Also zum Beispiel im Karussell am Ring bin ich sogar schon aufgekommen mit der Lippe, mit jetzt der aktuellen Höhe. Also ich glaube, da werde ich schon ein paar Probleme haben, aber gut, muss man durch. Und ich meine, solange nur die Frontlippe irgendwie unten verkratzt wird und nicht vorne, dann glaube ich, ist es jetzt auch nicht so dramatisch. Genau, das ist das andere Thema. Also wie gesagt, Felgen kommen dann erst Mitte Juli in diesem Gold. Da freue ich mich aber auch schon richtig drauf. Ich glaube, das wird schon richtig geil. Dann das Fahrwerk, das hoffentlich die Woche kommt, vielleicht noch einbauen können, das weiß ich noch nicht. Und es wäre natürlich super cool, weil der dritte Punkt, am Sonntag ist in Forchheim ein Autotreffen beim Obi. Und da werde ich
dort sein, also ich, dann der Kumpel, mit dem wir letztens den M3 gekauft haben, der hat auch jetzt Recaro-Sitze bei sich eingebaut. Dazu kommt auch noch ein Video, da müssen wir dann, oder er nächste Woche, am Dienstag fährt er nach Dachau, nee, nicht nach Dachau, jetzt fällt es mir gerade nicht mehr ein, auf jeden Fall zu Laptime Performance, um den Fehlercode rauszulöschen wegen dem Airbag. Also dazu kommt noch ein Video, dann die Franzi ist dort mit ihrem E46 M3, dann noch ein Kumpel mit dem RS3, ein weiterer Kumpel mit dem M4, ich glaube noch zwei, drei andere. Also falls ihr Lust habt, schaut auf jeden Fall vorbei, das geht, ich glaube am Sonntag um 12 Uhr startet es. Ich kann gerne mal einfach den Link in die Beschreibung unten reinhauen, weil dann könnt ihr einfach selber die Veranstaltung sehen und wenn ihr Lust habt, kommt einfach vorbei. Wie gesagt, ich glaube, das geht um 12 Uhr los und um 12 Uhr startet es und ich glaube bis 18 Uhr oder so. Also auch mit Essen und scheiße, ich bin eine zu früh gefahren. Also Essen und ja, ich glaube, der soll sogar auch ein Shisha-Café Shishas zur Verfügung stellen. Also ich glaube, das wird schon ein bisschen größeres Treffen. Ist nicht so groß wie ein Street Culture oder so, aber keine Ahnung, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und wenn ihr Lust habt, schaut einfach vorbei. Wir werden auf jeden Fall dort sein. Genau, das war der dritte Punkt. Ansonsten, im letzten Video hatte ich ja schon erwähnt, wir fahren Ende April auf die Nordschleife. Also falls einer von euch irgendwie da sein solltet, auf jeden Fall Bescheid geben. Oder falls einer von euch in der Nähe wohnt, einfach auf Instagram irgendwie anschreiben. Da kann man sich ja bestimmt irgendwo mal treffen. Also wir sind super viel am Eingang. Ich meine, nach der Runde kühlst du erstmal das Auto ab, den Turbo. Oder ich werde auch einige Fotos machen, irgendwie Brünnchen oder sonst wo. Also wenn ihr Lust habt, Bescheid geben. Ich bin ja auch gerade auf dem Weg ins Fitnessstudio und hier Booster ersten Schluck. Und ich habe mir jetzt nochmal den gleichen bestellt von ESN Crank. Von ESN, der Firma Crank. Ah, ein Mustang, der neue. Und ich glaube, ich hatte einfach einen Booster, der irgendwie schon länger im Laden war oder so, weil den ich jetzt habe, der haut ordentlich rein, muss ich sagen. Also bin echt super zufrieden. Also ich glaube, da habe ich irgendwie einfach ein schlechtes Modell erwischt. Nächstes Thema, und zwar, das ist auch das letzte, weil dann sind wir auch bald beim Fitnessstudio. Und zwar, ich habe mir die Q-Stars, die Leistungsbox, gekauft. Und jetzt dann werden auch, ja, jetzt wo einfach ein bisschen warm wird und die Reifen auch auf Temperatur kommen und die Straßen ein bisschen wärmer, weil davor dreht man schon relativ leicht durch. Also ich bin letztens nach München gefahren und bei mir kam sogar die Traktionskontrolle hoch bei 140 km/h, als ich beschleunigt habe. Also gut, das macht wahrscheinlich jetzt von der Zeit her nicht viel aus, aber wenn der ein oder andere Kumpel mit einem 700 PS 1er oder 700 PS M4 die Zeiten messen möchte, dann merkt man das natürlich. Und da kommen jetzt auf jeden Fall einige Videos. Also wir werden den Golf R von dem Remus-Umbau dann mal messen, den M2, den M4, mit dem ich auch öfters mal unterwegs bin, dann den anderen M4, den 1er, und dann habe ich noch auf jeden Fall ein paar andere Kumpels, die auch so messen wollen. Ich war ja auch letztens auf Franzis Geburtstag bei ihnen in der Werkstatt und da waren echt, Gott, 4, 5 M2s. 1er M, ein Audi, ein älterer mit 500 PS, 2 RS3, der andere RS3, den ich gerade durch die Stadt fahren sehen habe, der hat, ich glaube, auch an die 500 PS oder 450 PS, also der soll auf jeden Fall auch
ziemlich ordentlich abgehen. Und ich denke mal, die haben auf jeden Fall alle auch Bock, mal die Zeiten zu messen. Und das werde ich dann halt natürlich auch filmen. Ja, ich glaube, das war es eigentlich so von den Themen her, die ich hier so im Kopf hatte. Falls ihr irgendwas habt, was ihr gerne sehen möchtet, irgendwie am M2 oder am M4, egal was, gebt einfach mal Bescheid. Ich kann auch gerne mal so ein Unterhaltskostenvideo machen vom M4. Also gut, Steuer kann ja jeder nachschauen, aber so versicherungstechnisch ist vielleicht ganz interessant. Oder auch ja, Einkaufspreis, also wie viel Prozent man auch beim Auto bekommt. Ich meine, weil das Auto ist jetzt nicht finanziert oder geleast, also es ist wirklich ein Barkauf. Also kann man auch wirklich mal so ein bisschen da die Rechnung machen. Also falls ihr irgendwie sowas sehen wollt, Bescheid geben. Boah, ey, hier die Fehlzündung ist immer so krass. Ah, mein Parkplatz ist da. Geil. Das ist auch so ein anderes. Ich parke immer gerne ganz weit weg von den anderen und auf dem größten Parkplatz und stelle mich dann immer so weit wie möglich auf eine Seite, weil ich habe keine Lust, dass mir jemand seine Tür reinrammt. Aber ich denke mal, ich bin auch da nicht der Einzige, der das macht. Ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war ein bisschen interessant. Ah, das ist ein Punkt. Beim M2 hast du keinen PDC-Knopf. Heißt, ich stehe jetzt hier und kann nicht das Piepsen ausmachen, erst wenn ich jetzt so weit vorrolle, dass er nicht mehr das Auto, die Mauer hinter mir bemerkt. Oder macht man den Motor halt aus. Es ist so ein Punkt, wo auch echt ein bisschen nervig ist, weil ich meine, das ist ja nur ein Knopf. Ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich herzlich über ein Like und ein Abo freuen. Und falls ihr natürlich mehr irgendwie vom M2, die ganze Zeit von den Autos und sonst was, ich bin ja öfters unterwegs mit Kumpels, irgendwie täglich sehen wollt, dann könnt ihr mir auch gerne auf Instagram folgen. Also, Leute, bis zum nächsten. Ciao.